Genau. Zieh die halbe Kopf mit, ich nehme das drauf. Ja. So. Happy Pride. Happy Pride. Happy Pride. Happy Pride. Spielt denn das Thema queere Community eine Rolle in der Bürgerschaft oder eine bedeutende Rolle? Das spielt ganz auf jeden Fall eine Rolle. Wir haben uns in der Vergangenheit dafür eingesetzt, für die Community. Uns hat auch schon jetzt aktuell gerade beschäftigt die zunehmende Gewalt gegen Mitglieder der Community. Das war auch Gegenstand bürgerschaftlicher Debatten und Anträge. Da ist eine Herausforderung, die wir als Gesellschaft, aber auch als hamburgische Bürgerschaft aufnehmen müssen. Und insofern ist es auch ein gutes Motto, das nochmal unterstreicht, dass es hier nicht nur um Party geht, sondern auch um Verbesserung der Rechte. Ich spreche jetzt mit Oliver Grewe. Oliver Grewe macht Hamburg, zeigt Flagge, sieht man ja schon am T-Shirt. Wie ist es in diesem Jahr? Erstaunlich, erfreulicherweise wieder richtig toll und gut. Die letzten beiden Jahre haben uns natürlich die ganzen Firmen sehr doll geholfen, Flagge zu zeigen ohne die große Demo. Jetzt dieses Jahr geht es ja wieder richtig los, aber die Firmen sind immer noch bei uns und es sind vor allem noch viel, viel mehr geworden. Das ist echt Wahnsinn, was in Hamburg passiert. Es ist jetzt das 9. Jahr. Ich muss mir echt was überlegen fürs nächste Jahr, fürs 10. Jahr, dann fürs Jubiläum. Aber wir haben mehr, auf jeden Fall. Morgen war gerade noch die Agentur für Arbeit, das Jobcenter, die an allen Standorten die Flagge hissen. Also es ist halt wirklich auch ja, an der Stelle schon firmenübergreifend, die das machen. Es ist wunderschön zu sehen, dass Hamburg uns unterstützt, dass die Hamburger uns unterstützen. Ich habe auch auf dem Weg hierher zum Rathaus heute viele Regenbogenflaggen schon an den Fenstern gesehen. Das ist so das Nächste noch, was jetzt die Tage noch kommen sollte, würde mich riesig freuen, wenn auch Privatleute die Flagge noch raushängen. Es gibt noch genug bei der AIDS-Hilfe in der langen Reihe und bei Hein und Fiete. Also Hamburg, bitte, bitte macht mit, macht uns bunt und schön und sichtbar für diese Woche. Und dann sehen wir uns alle am Samstag auf der großen Demo. Danke, Oliver. Gerne. Ich spreche jetzt mit Christian Theier, der ist der Gleichstellungsbeauftragte bei der Hamburger Feuerwehr. Hallo. Ja, hallo. Ich sehe hier diese Plakette Welcoming Out. Das bedeutet ja, dass Sie sagen, man kann mich ansprechen, wenn es da irgendwo Probleme gibt. Ja, genau. Wir sind seit erster Stunde Patrons of Welcoming Out, weil wir gesagt haben, das passt genau in unsere Feuerwehr, weil wir, ja, ich sag mal, eine schweigende Mehrheit haben von Menschen, die sagen, ich habe gar kein Problem damit, wenn sich ein Kollege, eine Kollegin bei mir outet. Es fällt uns halt manchmal ein bisschen schwer, das auch zu zeigen, weil das im normalen Feuerwehralltag wenig thematisiert wird. Und das ist für uns eine gute Möglichkeit, das Ganze nochmal, ja, publik zu machen und eine Tür zu öffnen für einen Outing. Ja, und gibt es denn da auch Anfragen an den Gleichstellungsbeauftragten der Feuerwehr oder ist das erstmal so, ihr könnt zu mir kommen, aber da kommen noch nicht so viele? Oh doch, doch, da kommen viele. Wir haben gestartet, als ich die Gleichstellungsbeauftragung übernommen habe, 2019 hatte ich das auf der Personalversammlung mal thematisiert und wir haben ein Netzwerk gegründet. Ein Netzwerk Vielfalt nennt sich das und das ist mittlerweile von 5 Personen auf über 50 Personen angewachsen, also alles Menschen aus der Feuerwehrwelt, die sich als nicht heterosexuell identifizieren. Und wir haben viele Maßnahmen gemacht bei der Feuerwehr, um Bewusstsein zu schaffen, um ein Tabu zu durchbrechen und ja, einfach Handhabung an die Hand zu geben. Und dieses Jahr sind wir sogar auf dem CSD mit dem Fahrzeug vertreten. Ja, super. Ja, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Okay, jetzt haben wir hier Katharina Fegebank, die zweite Bürgermeisterin. Hallo. Moin, na? Ja. Wieder da, wieder beisammen. Ja, der CSD in Hamburg geht in diesem Jahr wieder so richtig los. Wir hätten gerne eine Grußbotschaft für unsere HörerInnen. Ja, moin alle zusammen. Ich freue mich riesig, dass der CSD, die Pride Week in diesem Jahr wieder richtig durchstarten. Endlich wieder mit allen an Bord. Und ich hoffe wirklich, das ist der größte CSD, die größte Pride Week wird, die wir hier je hatten, weil zum einen die Pandemie uns doch ein bisschen zurückgeworfen hat und wir aber zum anderen zeigen müssen, dass Hamburg die Stadt ist, die wie keine zweite für Vielfalt, für Akzeptanz steht, für unterschiedliche Lebens- und Liebensweisen. Und das wollen wir zeigen. Das ist auch nötig. Wir haben viel erreicht in den letzten Jahren, aber es gibt noch viel zu tun. Und das Motto auf die Straße, Vielfalt statt Gewalt, zeigt,
was wir noch tun müssen, dass auch die Anzahl an Gewalttaten gegenüber der queeren Community zugenommen hat, dass wir zusammenstehen müssen als Gesellschaft und dass wir zeigen, wie bunt, wie offen, wie vielfältig Hamburg ist. Und dazu lade ich einfach alle ein und sage Happy Pride. Ja, gefühlt fängt heute Hamburg Pride an, der CSD in Hamburg mit dem Flaggehissen am Rathaus. Manuel, Sprecher vom CSD-Verein, worauf freust du dich am meisten? Ich freue mich am meisten erstmal morgen auf die Pride Night, die große Eröffnungsveranstaltung zum CSD und dann natürlich eigentlich auf die ganze Woche über, denn jeden Tag finden Veranstaltungen statt. Die könnt ihr alle auf unserer Homepage nachlesen, www.hamburg-pride.de. Und dann freue ich mich natürlich besonders auf die große CSD-Demo nächsten Samstag. Auf die Straße, Vielfalt statt Gewalt heißt unser Motto. Kommt vorbei. Ja, und wie viele werden kommen? Wir gehen von mindestens 250.000 aus. Das war so die Größenordnung, die wir 2019 erreicht haben vor Corona. Da wollen wir anknüpfen und anschließen. Vielen Dank, Manuel. Sehr gerne. Ja, Farid Müller, CSD in diesem Jahr, es geht wieder richtig los. Freust du dich? Ja, total. Nach fast 3 Jahren Pandemie und die ganzen Fahrraddemos waren auch gut und hilfreich, war eine gute Überbrückung, aber wir wollen jetzt mal einen richtigen haben. Und deswegen freue ich mich total drauf. Das Motto ist ja Vielfalt statt Gewalt. Wird das denn von der Politik unterstützt? Ja, absolut. Das Thema ist ja auch in der Bürgerschaft längst angekommen. Und ich wünsche mir, weil wir momentan, die Pandemie ist noch nicht vorbei, das merken wir alle. Gleichzeitig haben wir andere Krisen. Wir haben Krieg in der Ukraine durch Russland. Wir haben Gas- und Energieprobleme. Und ich glaube, wir brauchen ein ganz deutliches Zeichen bei diesem Christopher Street Day. Es müssen alle kommen und alle auf die Straße gehen, damit wir durchdringen bei den Leuten, die gerade nicht mehr so richtig wissen, welche Krise jetzt zuerst bearbeitet werden muss. Und ich sage einfach mal so, es ist absolut notwendig, dass Gesellschaftspolitik weitergemacht wird. Und dazu brauchen wir ein starkes Zeichen aus Hamburg vom Hamburger Christopher Street Day. Ja, vielen Dank, Farid. Bitte. Und machen jetzt gleich mal eine wunderschöne Regenbogenflagge hier ans Rathaus.